So, moin moin, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Ich bin direkt von der Arbeit jetzt hier live gekommen, weil es ist Hype. Es ist Hype angesagt, Leute, es ist Hype angesagt. Der Farming Simulator 17 ist draußen. Ich bin mega Hype. Ich will das Ding gleich zocken. Und deswegen nehme ich noch schnell die Folge für den Mittwoch auf. Und dann werde ich mich selber erstmal an den Farming Simulator setzen, an den neuen, an den 17er. Und ihn erstmal ausprobieren und gucken, was damit alles geht. Doch bevor ich mich an den Farming Simulator setzen kann, will ich natürlich noch eine exzellente Folge Minecraft heute hier abliefern. Und das machen wir auch, oder das mache ich auch. Und es wurde sich ja gewünscht, mehrfach gewünscht, ich habe es auch schon 20.000 Mal vor mir hergeschoben, einen Kuchen zu backen. Einen Kuchen zu backen. Das machen wir jetzt als allererstes. Dafür brauche ich aber noch mehr Milch, sehe ich gerade. Ein paar Eimer Milch brauche ich auf jeden Fall. Und ich brauche Getreide, das müssen wir mal ganz kurz ernten. Und dann habe ich auch alles, was ich für den guten Kuchenbauch brauche. Milch müssten wir eigentlich auch genug haben. Davon haben wir jetzt ja mittlerweile genug Viecher. Wir haben auch ein bisschen Platz, ne? Ich kann eigentlich. Ich mache mal kurz den. Mach mal kurz den Mähdrescher. Oh. Oh no, das war doof. Das war doof. Da habe ich. Hä? Wo ich den jetzt. Oh. Wo ich das denn jetzt? Ach, da habe ich das hin. Ah, okay. Dann kommen wir wieder her. Okay, jetzt habe ich den. Dahin, alles klar. Das war natürlich doof mit. Damit ist es auch doof abzuernten. Das war natürlich doof mit der Schaufel abzuernten, weil wenn die Schaufel dann einmal zu viel entlang schlägt, bleibt da ja gleich, ist der Sand ja gleich weg. Das war erst bei dem nicht. So, pass mal auf. Jetzt haben wir erstmal Getreideweizen abgeerntet. Das passt. Jetzt bräuchte ich eine Hacke, ne? Habe ich nicht dabei, ne? Ne, ich brauche eine Hacke, dass ich da den einen Fleck, den ich da umgedreht habe, dass ich den wieder in Ordnung bringe. Ich möchte auch gerne das Dach heute fertig machen. Gegebenenfalls. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe. Wichtig ist mir jetzt erstmal der Kuchen. Und den Rest schauen wir dann mal, was dann noch an Zeit übrig bleibt. Ob dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt für andere Tätigkeiten. Aber ich denke mal, wir können auf jeden Fall mit dem Dach noch anfangen. Ich werde auf jeden Fall das Gerüst oben bauen und so weiter und so fort. Zum Dach selber gab es ja sehr, sehr viel. Ach, das ist die Geschichte wieder. Zum Dach selber gab es ja sehr, sehr viele Vorschläge, wie das, oder erstmal sehr cooles Feedback von euch, dass euch das so gefällt, ja. Und auch die Meinung, ob das jetzt offen bleiben soll oder ob ich das Dach zumachen soll, also ob ich da noch ein Geschoss oben einfügen, ein Dachgeschoss einfügen soll oder nicht, ist geteilt. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschlossen oder zu entschlossen, es offen zu lassen als Galerie. Aber ich werde da auf jeden Fall nochmal die. Ich habe ja Treppenstufen von unten gegengesetzt und die werde ich nochmal ein bisschen anders gestalten. Da werde ich nochmal ein bisschen was anders machen. Und zwar möchte ich so einen gewissen Bereich. Ich kann es euch nachher. Ich zeige es euch gleich. Na, ich zeige es euch gleich, wie ich mir das vorstelle. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen Birkenholz mit reinkommen, dass das so ein bisschen schicker aussieht. Sagen wir es mal so. Ein bisschen schicker aussieht. So, ach ja, Milch brauche ich noch. Ich brauche noch Milch, damit wir einen Kuchen backen können. Backe, backe Kuchen. Na komm schon. Und dann hoffe ich tatsächlich, dass ich das Dings heute fertig kriege. Das Dach. Weil das wäre schon cool, ne? So, einmal, nochmal. Alles klar, jetzt haben wir Milch. Genug Milch, hoffentlich. Bei den Schweinen konnte ich leider auch noch nicht weitermachen. Da bin ich auch noch nicht weiter. Den Chunk habe ich noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Chunk noch ein bisschen weiter ausgehoben habe. Auf jeden Fall waren letztens nochmal wieder. Letztens war nochmal. Ach nee, ich brauche erstmal Dings. Ich brauche erstmal Zucker. Sugar Baby. Und zwar war das so, ne? Milch da oben rein, dann ein Ei da und ein Ei da. Dann einmal Zucker bitte und unten Getreide. Und das ist falsch. Ne, es ist richtig. Ah, okay. Falsch. Ich brauche nur ein Ei und nicht zwei Eier. Jetzt habe ich's. Ja, geil. Kuchen. Yay! Wir haben Kuchen gebacken. Wie geil ist das denn? So, und den kann man jetzt aufstellen und dann immer Stückchen für Stückchen essen. So, zum Aufstellen hätte ich gerne ein Stück Stein. Oh, obwohl eine Stufe wäre wahrscheinlich auch cool, um das auf einer Stufe zu präsentieren. Passt mal auf. Machen wir das? Oh ja, wir machen das hier. Das sieht ein bisschen dezenter aus, glaube ich, oder? Wenn das nicht so hoch liegt. Okay, das ist natürlich.
Das natürlich, ja, nein, das sieht natürlich nicht so toll aus. Ich dachte, das würde besser aussehen. Habe ich keine Spitzhacke mehr? Ich habe tatsächlich keine Spitzhacke mehr, lol. Gut, ich brauche mal Stein. Stein hätte ich gerne und ich hätte gerne irgendwie die Möglichkeit, mir eine Spitzhacke zu machen. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles, was ich so an Werkzeug hatte, habe ich unten in der Mine verheizt, mehr oder weniger. Und deswegen ist da kaum noch was. So, zwei Stück können wir gleich mal machen, ne? Zwei Stück. Oh, machen wir drei. Machen wir drei, nehmen wir noch irgendwie eine Axt mit. Brauche ich noch eine Axt? Axt ist auch ganz gut. Und eine Schaufel können wir auch immer gebrauchen. Dann haben wir gleich ein bisschen Werkzeug wieder. Hier ist übrigens der Schleim, den ich da letztens rausgeholt habe. Oder den ich letztens... Oh no, wo ist der Kuchen hin? Ich habe die Kuchen zerstört, oder? Ich habe einen Kuchen kaputt gemacht. Ah, ärgerlich. Okay, müssen wir noch mal kurz Milch holen. Wir haben ja Gott sei Dank ein paar Kühe noch. Dann mache ich gleich meinen ersten Dings kaputt. So eine Scheiße, ey. So, zack. Ich hätte gerne ein bisschen Milch. Und noch einmal. Danke. Da baut er sich das erste Mal einen... Da hat er das erste Mal in seinem Leben einen Kuchen gebacken, ne, der Tizi, und macht ihn gleich kaputt. So, das ist meine Vor-, aber dann lerne ich wenigstens das Backen. Und zwar war das hier falsch. Das gehört dahin, Zucker an die Seite. Dann Weizen unten rein. Und kann ich das nicht auch so machen? Ne, kann ich nicht. Und die Milch oben rein, ne? Zip, perfekt. So, das wieder rüber. Das hier rüber. Und das Ei auch da rein. Alles klar. Jetzt haben wir aber den Kuchen. Jetzt packen wir den Kuchen auch auf den Stein. Und jetzt habe ich was gegessen, ne? Oh ja, cool. Oh geil, so isst er das. Ja, nice. Ja, richtig nice. Ja, nice, nice. So, passt mal auf. Es geht jetzt mit dem Dach weiter. Und zwar dachte ich nämlich, dass die Stufe, die da unten drin ist, dass ich die austausche gegen Birkenholz. Aber bevor wir da hochgehen, muss ich erstmal noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Sand und so, dass wir das Gerüst besser aufbauen können. Ich muss mal ganz kurz hier mich so ein bisschen von dem Zeug entledigen, was ich so mit mir rumschleppe. Es wird, glaube ich, auch schon wieder dunkel, ne? Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ich will hier nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen, habe ich gerade eben schon gesagt. Und das sieht gut aus. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel... Ich brauche Bruchstein auf jeden Fall. Davon nehmen wir mal zwei mit. Weil das sind ja so meine Zwischendinger. Dann hätte ich gerne die Stufen. Ich habe nur noch eine Stufe. Das ist aber wenig. Dann hätte ich gerne Erde, damit ich mein Gerüst bauen kann, so wie ich das haben will. Ich muss auch, ja, da müssen wir noch ein paar Stufen anlegen, ne? Da kann ich mir auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall mal so einen ganzen Klumpen Stufen machen. Wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das sind jetzt ja auch nicht so viele, ne? Na gut, vielleicht reicht das ja erstmal. Es wird dunkel, das heißt, ich gehe jetzt erstmal schlafen, damit wir gleich wieder schönes Licht haben. So, ich habe jetzt noch 10 Minuten circa für das Dach. Das könnte tatsächlich klappen. So, und zwar, wir brauchen Gerüst und auch so ein bisschen ein Gerüst, was ich innerhalb, worauf ich innerhalb entlang laufen kann. Dass ich halt genau hier so den Bereich, dass ich hier die Möglichkeit habe, irgendwie so ein bisschen schwebenderweise rumzulaufen. So, zack, 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 zack. Also, ne, ihr wisst schon, damit ich hier nicht irgendwie die ganze Zeit runterfalle oder damit ich überhaupt mich einigermaßen gut bewegen kann hier oben und auch so ein bisschen vorankomme. Das ist eigentlich so mein, ja, das ist so mein Hauptziel mit diesem Gerüst. Und dass ich halt auch schnell vorankommen kann. Der Dreck kommt natürlich, wieder weg, sobald ich hier fertig bin mit dem Dach. Aber bis dahin habe ich dann erstmal die Möglichkeit. Ich brauche ja später auch ein bisschen Dreck. Brauche ich ja später auch, damit ich für das Dach an sich, ne, dass ich da was zum Zwischenpacken habe. Und wenn ich mich mal so verhaue, dann brauche ich gleich nur meine Schaufel ganz kurz rauszocken und kann das dann gleich weghauen. Muss ich nicht immer Stein wegmachen. Das ist viel, viel besser. So, grundsätzlich war das so, ne? Genau. Zack, 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 zack. Da kam noch eine Idee, wie man das noch machen könnte. Mit Slabs oder so. Das habe ich mir aber noch nicht angeguckt, wie das funktionieren könnte. Natürlich.
Da war das Gerüst nicht. Mhm. Da hat jemand vergessen, das Gerüst hinzubauen. Oh, schön erstmal runtergefallen. Na gut, dann gönnen wir uns erstmal ein Stück Kuchen. Noch ein Stück, genau. Der Kuchen ist aber nicht besonders ergiebig, ne? Was die Regeneration angeht, oder? Habe ich so ein bisschen das Gefühl? Naja. So, zack, zack, zack. Dann haben wir da gleich den Überstand. So, und jetzt brauche ich hier Dreck. Ich brauche hier Dreck entlang, damit wir die anderen Stufen da entlang ziehen können. Beziehungsweise, brauche ich das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, ne? Wie will ich das? Obwohl? Ja, okay, das war jetzt so zu. Das, ich glaube, ich brauche immer nur einen davon, ne? Ich glaube, ich brauche immer nur einen davon. Wenn ich das so mache, dann könnte das auch funktionieren. Ja. Ja. Pass mal auf, ich probiere es mal da. Ne, das hat nicht funktioniert. Bestimmt, wahrscheinlich, weil ich zu weit weg stand. Das kann, dass der Winkel nicht gestimmt hat. Das ist cool. So. So, okay, perfekt. Jetzt könnte ich nämlich, jetzt gehe ich nämlich, achso, dann gehe ich einmal hier rüber, über die Kante. Setze hier die Steine. Oha, das wird jetzt ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich immer rechtzeitig draufklicke, dass ich dann den Stein setze. Dass ich nicht zu lang die Pausen habe, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt da ein. Oh, wow. Wir müssen ein bisschen hier aufpassen. Nicht, dass man runterfällt. Das wäre. Ah, so ein Sturz ist echt ein bisschen mad. So ein Sturz dauert halt auch immer lange. Ne? Wenn ich runterfalle, dann muss ich jetzt wieder rauflaufen und so weiter und so fort. Deswegen wäre es eigentlich mit einem Gerüst. So ein richtiges Gerüst wäre. Oh, siehst du? Da geht's schon wieder bergab. So ein richtiges Gerüst wäre halt schon richtig gut gewesen, aber okay, wir nehmen die Sparvariante. Wir nehmen die Sparvariante und hoffen aufs Beste quasi. So, wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, kriegen wir es tatsächlich hin. Ich habe noch ein paar Minuten. Wenn ich Glück habe, kriegen wir es tatsächlich alles hin. Ich habe keine Stufen mehr, ne? Oh Gott, ich brauche noch ohne Ende Stufen, sehe ich gerade. Okay, ich muss mal rüber. Und zwar müssen wir. Oh, die Schweine sind ganz schön zusammengefercht, ne? Naja. Die Pferde sind wir auch noch nicht weitergekommen. Da muss ich auch noch gucken. Aber das Gute ist ja, egal wie viele Stufen ich brauche, ich habe so viel Bruchstein mittlerweile. Das ist ja insane, was ich da an Bruchstein mittlerweile habe. Das ist ja. Zah! Da kann ich ja sonst wie viele Häuser machen mit. Das ist ja. Ha! Egal. So, zack. Dann holen wir uns nochmal so ein paar Steine mit. Die verbauen wir ja auch alle kräftig. Das sieht gut aus. Tju, 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 tju. Nicht zu weit springen. Aber trotzdem drauf springen. So. Achso, ich laufe verkehrt gerade, ne? Ja, ich hätte eigentlich gleich übers Dach rübergehen müssen. Damit ich es hier auf die andere Seite komme. So, Stufen, ne? Stufen. Stufen, da eine ran. Ich muss echt aufpassen, nicht, dass der Winkel auf einmal zu doll wird und nicht, dass der Winkel auf einmal zu doll wird und ich dann die Stufe verkehrt rum ransetze, weil wenn ich sie verkehrt ransetze und dann wieder abbauen muss, das kostet viel zu viel Zeit. So, da brauche ich nochmal, jetzt brauche ich wieder nochmal einen Bruchstein. Wie weit muss ich eigentlich noch? Einmal Stufen noch setzen. Okay, das ist ja easy. Dann haben wir die eine Seite schon mal komplett fertig. Wie gesagt, den Innenbereich will ich vielleicht nochmal anders machen. Da will ich vielleicht an die Decke will ich Birke ranhängen, also Birkenstufen. Das hatte ich das letzte mir schon fast überlegt gehabt oder ausgedacht gehabt. Hab's dann aber nicht umgesetzt. Oh cool, ich muss schon so ein bisschen aufpassen, ne? Ansonsten kann das echt mal passieren, dass es einigermaßen, also ich muss schon in diesen Bereich reinklicken da. Ansonsten und auch nicht zu weit vorne. Das ist sehr, sehr interessant, muss man ganz ehrlich sagen, wie man solche Klötze setzen kann, indem man auf bestimmte Bereiche klickt. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es so krass ist. Ist krass, richtig? Ich weiß es nicht. So, jetzt mache ich hier mal drei, dann kann ich nämlich zack, da schnell drei machen. Da auch schnell drei. So langsam wird das Dach hier quasi fertig. Warte mal.
Jetzt nehme ich hier mal wieder einen in der Mitte. Jetzt habe ich natürlich mein Gerüst da unten reingebaut, aber benutze es irgendwie gar nicht, ne? Naja. So ist das halt manchmal. So ist es halt manchmal mit dem TC. Der baut irgendwas, ne? Denkt, dass es gut ist, was er da baut, aber dann braucht er es doch nicht. Naja. So, zack, zack, zack. Noch ein. Ja, da ein, da ein. Da, da, da. Zack, zack, zack. So, wo kommen wir jetzt noch? Da kommen noch Klötze ran und da auch noch eine. Alles klar, das passt. So, jetzt müssen wir mal auf die andere Seite, auf diese hier und hier unten auch noch weitermachen. Aber hier brauche ich dann auch wieder, hier brauche ich wieder ein Gerüst, ne? Hier muss ich wieder ein Gerüst dran machen, außen, dass ich hier sauber entlang ziehen kann, dass ich auch irgendwo eine Fläche habe, wo ich draufstehen kann. Weil wenn ich da nichts habe, dann ist auch schade. Das können wir aber, glaube ich, später ganz easy wieder wegziehen. Ansonsten, wenn ich es nicht ganz leicht wieder wegkriege, dann mache ich es von unten oder so, keine Ahnung. Irgendwie so wird das schon klappen. Dadurch, dass wir jetzt da die Fläche haben, kann ich auf jeden Fall hier einen entlang ziehen. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich runterfall. Sonst bin ich, sterben werde ich nicht. So schnell stirbt sie es nicht hier. Aber es ist trotzdem unschön. So, mal ganz kurz diese Geschichte hier. Zack, zack, zack. Habe ich noch Bruchsteine? Ein paar habe ich noch. Nicht mehr viele, aber ein paar. Oh, jetzt habe ich keinen mehr. Okay, dann müssen wir mal einmal ganz kurz die Bruchsteine umsortieren. So, jetzt geht es wieder mit Stufen weiter. Ich weiß, das ist echt eine... Von der Folge her muss es echt so ein bisschen... warum ist das so? Aber so ist das halt, ne? Ey, seht ihr das? Das ist so ein bisschen der verkehrte Winkel und schwupps, schwupps. Schwupps funktioniert es nicht so, wie man will. Weil ich eindeutig zu weit mit dem Winkel halt nicht genau hingekommen bin, ne? So wie ich eigentlich sollte oder wollte. Wartet mal, kann ich das nicht eigentlich? Oh, ich glaube, Tizi hat die ganze Zeit so ziemlich blöd das gemacht. Ich glaube, ich hätte mir echt Zeit sparen können, indem ich anders vorgegangen wäre, ne? Passt mal auf, ich hätte doch eigentlich auch die ganze Zeit hier drauf gehen können. So, wäre hier sauber entlang gegangen an der Kante. Passt mal auf. Ich glaube, ich habe gerade gelernt, wie das... So würdet ihr das wahrscheinlich machen, weil ihr mega die Profis seid. Jetzt geht man nämlich hier oben hin. Geht hier entlang. Und jetzt hätte ich doch gleich den Anschlagsbereich, wo ich einfach die Stufen gleich gegenhaue. Passt mal auf. So, das haben wir. Jetzt kommt nämlich hier diese Seite noch dran. Auf jeden Fall ist das Dach gleich zu. Also das Dach werden wir auf jeden Fall zukriegen heute. Ob ich es dann auch noch ganz so verziere, wie ich es mir vorstelle, gerade von innen und auch oben drauf, das glaube ich, werde ich nicht mehr schaffen, weil das tatsächlich schon jetzt, sehr, sehr fortgeschritten ist, was die Zeit angeht. Komm mal her. So, jetzt kann ich nämlich doch eigentlich einfach hier entlang gehen, ne? Ohne großartig. Ich muss schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit nach hinten tippel. Aber das geht auch viel schneller hier. Zack, genau. So, die Geschichte. Wenn ich natürlich jetzt hier unten entlang gehe. Zu hoch. Ärgerlich, zu hoch. Nein, keine Fackel. Zack, zack. Ich muss natürlich in der unteren Hälfte ansetzen. Ansonsten, ansonsten ist das halt. So, und jetzt kann ich auch hier hochgehen und... Zack, zack, zack. Guckt euch das mal an. Zu ist das Dach. Auf jeden Fall von der Seite. So, jetzt habe ich natürlich keinen Weg mehr, um reinzukommen, außer den mittleren Gang hier. Jetzt müssten wir nochmal gucken, wie kann ich denn jetzt... Jetzt muss ich ja noch die Seite hier drüben auch noch mit Überstand versehen, ne? Zack, das machen wir nicht so. Das ist scheiße. Zack, da kommt einer hin, dann kommen da welche hin. So, lass uns mal hier nochmal entlang gehen. Oh, ich hoffe. Also es wird ein bisschen Überlänge mal wieder sein. Ich bin jetzt schon bei 20 Minuten, aber ich möchte das Dach an sich gerne fertig haben. Und die Verzierung machen wir dann vielleicht das nächste Mal oder ein anderen Mal. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wahrscheinlich werde ich die Verzierung dann morgen machen oder so. Wir brauchen zwei Steine, ne? Zwei Steine.
Zack, weil wir wollen ja einen kleinen Überstand haben beim Dach. So, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht runterpurzel. Weil wenn es abwärts geht, dann geht es richtig abwärts. So, jetzt können wir ja... Das geht nicht, ne? Oh, fuck it, ey. Wieso kriege ich das da jetzt da nicht ran? Geht. Ah, das geht auch nicht. Oh, lieber nicht so. Okay, da muss ich mir gleich was einfallen lassen, wie ich da den einen Stein rankriege. Ich werde jetzt erstmal zack, zack, die Geschichte fertig machen. So. Und von der anderen Seite werden wir... Ach, hier ist natürlich einfacher, ne? Hier habe ich noch mein Gerüst dran, sozusagen. Das ist dann total easy peasy. So. Zack, zack. So, fertig ist das Dach. Sehr cool. Ich habe jetzt bloß keine Chance, keine Möglichkeit runterzukommen, sehe ich gerade. Außer wenn ich mir mein Gerüst hier mal ganz kurz erweitere und damit dann wieder reinlaufe. Oh, ich kann über den Balkon gehen, ne? Yippie. Dann würde ich einfach mal hier runterspringen. Das tat zwar ein wenig weh, aber es ist nicht so schlimm. So, und jetzt würde ich, das ist, genau, jetzt könnte ich hier rüber wieder hochgehen auf mein Gerüst. Alles klar, das passt soweit. Oh cool, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Das gefällt mir richtig gut, dass wir das Dach insgesamt schon mal drauf haben. Das ist jetzt zwar noch bei weitem nicht fertig, auf gar keinen Fall. Ich versuche jetzt gerade mal zu gucken, dass wir irgendwie einen coolen Blick darüber kriegen. Ich werde erstmal ganz schnell schlafen. Oh, ich habe super überzogen. Ey, das tut mir selber ein bisschen leid, weil das dauert jetzt auch alles, bis es hochlädt und so weiter und so fort. Aber das kriege ich noch rechtzeitig hin. Aber wenigstens ist das Dach in dem Sinne schon mal etwas weiter fertiger als vorher. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Jetzt ist natürlich das Gerüst noch dran, aber das kommt dann morgen spätestens auch weg. Da werde ich mich dann, wie gesagt, morgen drum kümmern, dass ich das dann halt entferne. So, lass mich mal ganz kurz ein bisschen hier hochgehen. Damit wir einen kleinen Überblick über das Dach bekommen. Und wie ihr seht, das sieht doch recht cool aus, oder? Das sieht doch recht cool aus. Es ist jetzt noch nicht perfekt. Das ist jetzt erstmal nur das Grunddach. Das steht jetzt erstmal. So soll das eigentlich aussehen, so habe ich es mir gedacht. Vielleicht kommt da noch irgendwas dazwischen, ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, vielleicht kann man da noch irgendwas drauflegen. Mal schauen, ich bin da echt noch nicht so... Ja, so richtig mega hype bin ich noch nicht, aber es fehlt auch noch der Giebel und so. Und dann gucken wir uns das alles an, wenn das fertig ist, ne? Aber ich würde mal sagen, das ist schon mal ein ganz entscheidender Schritt nach vorne. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Schaut doch bei mir in meinem Livestream vorbei, weil ich werde heute Farming Simulator 17 streamen. Und zwar von 7 Uhr morgens bis wahrscheinlich vielleicht sogar 7 Uhr abends. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie stark ich motiviert bin. Schaut doch auf jeden Fall mal vorbei, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch, auch wenn ich es gerade eben schon gesagt habe, vielleicht einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zur nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye.